Die Stimmen. Die Stimmen von allen. Ich kann sie laut und deutlich hören. Ihre Gefühle. Ihre Herzen. Sie sind bei mir. Und treiben mich mit unbändiger Kraft an. Doki, los! Ich muss das nochmal gegen ihn kämpfen? Ist nicht dein Ernst? Oh! Ich mach Schaden! Ja! Ich hab kein Leben! Ich hab keine... Das ist jetzt scheiße, ne? Kann ich nicht. Ich muss es versuchen, ne? Ja. Oh wehe, ich muss jetzt nochmal bis hier oben hinlaufen, Alter. Oh. Und ihr habt doch keine Chance, wenn ich da keine... Okay. Ja. Was machen wir, ne? Ja, ich möchte nicht speichern. Ich hab halt weder Sinelbeeren noch irgendwas anderes. Ich hab nichts mehr, Leute. Ich hab nichts mehr. Ich kann das hier alles ablegen. So viele Top-Elixiere, ey. Das kann ich auch alles ablegen, weil das bringt nichts gegen das komische Pokémon, da. Wenn es ein Pokémon ist, ist es ja nicht mal ein Pokémon. Was ist das? Ich hab keinen Plan, was das sein soll. Ich hab keine Sinelbeeren mehr, ich hab nix. Ich kann nichts irgendwie holen oder so. Ich muss weitergehen. Ich muss es einfach normal machen. Was? Also Damage würde aber behalten, oder was? Okay. Das ist ein komisches Spiel, Leute. Ja, Doki, es ist vollbracht. Du hast den Kältekern besiegt. Meine Stimme, Leute. Meine Stimme schafft das nicht mehr. Nicht mehr lange. Oh, der Regenbogen, er ist wieder da. Was bedeutet er? Sieh ihn von vorne. Bock, bock, bock. Diese komische lila Farbe der Wirbel ist endlich verschwunden. Na, zu einer Stelle ist jetzt der Regenbogen der Hoffnung. Ja, ist wirklich wunderschön. Der Eispalast bricht auseinander, Bro. Ja, aber was wird denn aus Doki, den anderen? Ja, bitte, hoffentlich geht es einem gut. Das frage ich mich allerdings auch. Nein, ich möchte nicht speichern. Wo bin ich hier? Weg. Bin ich etwa im... Ach ja, stimmt. Ich habe das Bewusstsein verloren, als der Kältekern zersprungen ist. Teddy. Doki. Du bist es doch, Doki. Dir geht's also gut. Was für eine Erleichterung. Übrigens, wo sind wir hier? Das weiß ich auch nicht, du. Sag bloß... Sie sind wir etwa bewusstlos und träumen? Ganz recht. Ihr befindet euch hier tief in eurem Unterbewusstsein. In den Abgründen eures Geistes. Kyurem. Ihr beiden habt die Zukunft geändert. Die Zukunft ist die Wahrheit. Etwas, das nicht geändert werden darf. Die Wahrheit, die uns den Weg weist. Und dennoch frage ich mich... Wenn jemand die Entschlossenheit besitzt, Schmied seines eigenen Schicksals zu sein, dann ist eine gänzlich neue Zukunft. Vielleicht ebenso die Wahrheit.
Die Pokémon dieser Welt sind noch nicht verloren. Und ihr beiden wart es, die mir die Augen geöffnet haben. Weil das ist euer Verdienst. Ich stehe in eurer Schuld und ich danke euch. Ja, wir leben. Cool. Das ist doch die Straße. Doki, wir sind doch im Eispalast ohnmächtig geworden, oder? Was machen wir denn hier? Hey! Leute! Es ist eine Freude, euch zu sehen! Und ihr seid ja völlig unverletzt. Da fällt uns echt ein Stein vom Herzen. Euch geht es also auch gut. Ein Glück. Aber wie seid ihr alle... Habt ihr die Zugangskarten benutzt, um zu entkommen? Nein. Aber das war so eine Sache. Wir wollten sie einsetzen. Aber wir hatten keine Zeit dafür. Und da waren ja noch Somnium und die anderen. Alle hätten es niemals rechtzeitig durch Magna-Portal geschafft. Und natürlich hätten wir auch niemals einfach so zurückgelassen. Hätten wir euch niemals einfach so zurückgelassen. Ja, während wir herumstanden und uns berieten, begann der Eispalast einzustürzen. Doch danach geschah das Unglaubliche. Ja, denn als wir wieder zu uns kamen, waren wir plötzlich im Pokémon-Paradies. Was, echt? Genau das ist uns auch passiert. Es war, als hätten wir geträumt. Und als wir wieder zu uns kamen, waren wir plötzlich hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir alle gerettet wurden. Was ist nur geschehen? Das ist ein Rätsel. Ich denke, das war Kyurem. Kyurem hat uns gerettet. Mich und all die anderen. Somnium und ihre Freunde. Kyurem sagte zum Schluss, dass er uns etwas schuldet. Ich denke, er hat das damit gemeint. Also ich kapier's zwar nicht wirklich, aber Ende gut, alles gut. Alle haben Schein nach Hause geschafft. Ja, so ist es. Es bringt wohl nichts, zu viel darüber nachzudenken. Ja, ich bin zwar nicht ganz so unbekümmert wie Emolga, aber naja, egal. Sollten wir uns jetzt nicht einfach nur freuen? Irgendwann werden wir bestimmt verstehen, wie wir gerettet wurden. Bis dahin dürfen wir nicht vergessen, wie dankbar wir jetzt in diesem Moment sind. Ja, da hast du recht. Hey, Viridium. Willst du mich ja etwa völlig sorglos darstellen? Ich habe das eigentlich als Kompliment gemeint. Sieh mal eine an. Seit wann versteht ihr euch beiden denn so gut? Hä? Wir verstehen uns überhaupt nicht gut. Wir streiten uns doch so wie immer, oder nicht? Also, ich weiß ja nicht. Mir kam das gerade nicht so vor. Ich habe dasselbe gedacht. Hey, Molga, sagt mal. Ist zwischen euch vielleicht etwas vorgefallen? Was? Von wegen? Nichts. Absolut rein gar nichts. Okay, also deine Reaktion spricht Bände. Du bist wirklich leicht zu durchschauen, Emolga. Das ist gut. Okay, Teddy. Dummiesel. Ja, und die anderen sind auch hier. Euch geht es all gut. Euch geht es wirklich all gut. Ja, wir sind wieder zu Hause, Dummiesel. Wie versprochen, sind wir zurückgekehrt. Ich weine, Dummiesel. Ich habe doch gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst. Ja, das hast du. Aber als du der Eisballast einschlüsse, ich konnte nicht anders und da habe ich mir Sorgen um euch gemacht. Naja. Ich wusste ja auch nicht, was aus uns werden würde. Aber Doki und allen anderen geht es letzten Endes gut. Ich finde, man kann wirklich von einem Wunder sprechen. Ach ja, apropos Wunder. Gleich nachdem der Eispalast eingestürzt ist, war der Regenbogen wieder zu sehen. Regenbogen? Tatsache, irre. Man kann ihn ganz deutlich sehen. Was für ein wunderschöner Regenbogen. Der Dummiesel, dieser Regenbogen. Ja, das ist der Regenbogen der Hoffnung, von dem Cherrybug gesprochen hat. Der Regenbogen der Hoffnung? Ach so, das ist also der berühmte Regenbogen der Hoffnung? Endlich kann man ihn wieder sehen. Der Regenbogen, von dem es hieß, er heißt, er würde das Feuer der Hoffnung in allen entfachen, die ihn sehen. Hey, es scheint, als hätten wir, es scheint wirklich alles ein gutes Ende zu nehmen. Der Kälte-Kern ist zerstört. Der Eispalast ist in sich zusammengefallen.
Und der Regenbogen der Hoffnung ist wieder da. Also es gibt keine Zweifel mehr. Man kann mit Fug und Recht behaupten. Ja, die Welt wurde gerettet. Hilfe, ein Monster. Trickefalo. Ganz recht. Ich bin es, Trickefalo. Lange nicht mehr gesehen, Teddy. Aber Trickefalo warst du nicht. Nachdem Kyurin dich eingefroren hatte, hat er dich doch in 1000 Stücke zerschmettert. Bist du etwa ein Geist? Was? Ein Geist? Nein, nur noch das Nein. Ich bin kein Geist. Oh nein. Ich bin die Stimme des Lebens. Zerschmettert wurde nur mein Körper. Selbst wenn mein Körper in 1000 Stücke zerspringt, meine Stimme verstummt nicht. Denn damit ich jemals verschwinde, muss schon die Welt zerstört werden. Aber wie dem auch sei, euch allen hier meinen herzlichen Dank. Dank euch allen wurde die Welt gerettet. Doki, Teddy! Ihr habt es zurückgeschafft! Wie schön, dass ihr alle unversehrt seid. Ich bin außer mir vor Freude. Euch allen geht es also gut. Hey Leute! Hör mal her! Doki, die anderen sind zurück! Was? Doki, die anderen? Ja, sind hier oben auf dem Hügel. Dann hoch auf die zurückgekehrten Helden. Heute Nacht wird gefeiert. Ja! Alles klar. Wow. Danke. Ich danke euch allen herzlich. Ihr habt uns alle gerettet. Vielen, vielen Dank. Teddy, wir haben auch alles gegeben. Ja. Wir konnten den Kältekern zerstören, weil ihr alle hinter uns gestanden habt. Wir haben euch also zu danken. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte von Anfang an euch glauben sollen. Aber der Regenbogen der Hoffnung. Der Regenbogen der Hoffnung ist zurück. Das verdanken wir euch. Danke. Und so wurden die beiden endlos mit Lob und Dank der anderen Pokémon überschüttet. Aber nicht nur die anderen Pokémon meinten es gut mit ihnen. Die warmen Sonnenstrahlen, die auf ihre Gesichter fielen. Die Berge und Flüsse. Der klare, blaue Himmel. Sie alle schienen Doki und allen anderen ihre Anerkennung zu zollen. Und spät abends versammelten sie sich alle um ein Lagerfeuer in Raststadt und feierten den gewonnenen Frieden. Es tut mir leid, Leute, meine Stimme ist echt am Arsch langsam. Was für ein Glück, dass die Welt gerettet wurde. Was für ein Glück, dass die Welt gerettet wurde. Ja, einfach toll. Was? Auch ein Mensch wie du, Doki? Konnte im Angesicht des Kältekerns kaum mehr atmen. Aber hast die Hürde genommen. Und die Welt gerettet. Vielen Dank. Oh, es tut mir so leid. Ich habe nicht an euch geglaubt. Das war ein Fehler. Mir tut es auch leid. Mir auch. Blödsinn. Es gibt nichts, was euch leid zu machen. Ich habe auch nichts an sie geglaubt. Aber war ich mit ihnen zusammen im Paradies. Ich bin der Schlimmste von allen. Teddy, es tut mir so leid. Nein, ich bin der Schlimmste von allen. Nein, ich. Das reicht jetzt, Freunde. Danke. Oh, Stimme. Trinke Farlo am Fressen, alles klar. Leute, heute Abend geht alles aufs Haus. Esst so viel ihr wollt. Hurra! Ich habe mich hier noch nie gesehen. Ja, ich bin das erste Mal in Raststadt. Ich hoffe, meine Anwesenheit stört euch nicht. Ist doch egal, wer du bist. Heute ist der Tag zu feiern. Also feiern wir zusammen. Ist dich satt. Vielen Dank. Dann will ich euch beide beim Wort nehmen und mich gütlich tun. Was ist gütlich? Hey, so macht ihr Spaß. Ja, was für ein toller Abend. Also erinnere mich doch gut daran, wie es war, als Teddy und Doki zum ersten Mal nach Raststadt kamen. Damals hätten sie nicht zu träumen gewagt, wie viel die beiden für uns tun würden. Hätte das gedacht, ich bin echt froh, die Stelle als Verwalter des Paradieses angenommen zu haben. Ich freue mich wirklich,
dass ich Toki und alle anderen mit meiner Arbeit unterstützen konnte. Was? Galio, du hast dich auf die sehr geringe Chance verlassen, dass wir die Zugangskarten in den Trümmern des Berges aus Eis finden? Ja, weil der Meister eingesperrt war, gab es eines Tages plötzlich einen ziemlichen Aufruhr im Eispalast. Da ich ein Gefangener war, habe ich nicht wirklich mitbekommen, was passiert ist. Aber eine Sache war mir sicher. Irgendjemand musste es endlich in den Eispalast geschafft haben. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn jemand ausgefuchst genug war, es in den Eispalast hineinzuschaffen, dann könnte es noch eine Chance geben. Denn so jemand würde natürlich auch das kleinste Detail auffallen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste an diese Pokémon glauben und es ihnen überlassen. Ich konnte im Inneren des Eisturms kein Magna-Portal beschwören. Aber ich konnte Zugangskarten anfertigen. Ich wusste, dass der Eispalast irgendwann abheben würde. In Vorbereitung darauf habe ich also im Eisturm Zugangskarten angefertigt, mit denen man durch die Luft reisen kann. Und als sich der Eispalast tatsächlich in die Lüfte erhoben hat, habe ich die Zugangskarten aus meinem vergitterten Fenster geworfen. Unglaublich! Wie konntest du dich nur so auf ein Wagnis einlassen? Also ich hätte mir ja was anderes überlegt. Was? Tut mir leid, das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Kritik scheint er ja nicht gut zu vertragen. Das ist schon einer der Keldeo. Aber dank Psyanas großartiger Intuition haben wir die Zugangskarten gefunden, nicht wahr? Stimmt, aber es mutet sich wie ein Wunder an. Dieses Mal scheinen es gleich mehrere Wunder auf einmal gewesen zu sein. Wäre Doki nicht gewesen, hätten wir den Keldeo niemals zerstören können. Und wären es alle zusammengerückt, hätte auch Doki nichts ausgerichtet. Und hätten wir nicht von Galdeo angefertigte Zugangskarten gehabt, wären wir nie zum Eispalast gekommen. Ja, stimmt. Es ist alles mir zu verdanken, was? Ach ja? Aber waren es nicht wir beide, die dich gerettet haben, Galdeo? Na, ja, stimmt natürlich. Ich wurde gerettet. Du Viridium! Ist Galdeo eigentlich immer so? Im entscheidenden Moment ist auf ihn immer Verlass. Aber manchmal ist er auch unsicher, so wie jetzt. Aber das ist Galdeo, wie ich ihn kenne. Schon okay. Das hast du wirklich gut gemacht, Galdeo. Ja, nicht wahr? Danke, Viridium. Wie dem auch sei, ohne Doki und Teddy. Nein, wirklich. Hätte auch nur ein Pokémon aus dem Team gefehlt, dann hätten wir es niemals geschafft. Wir hätten die Welt nicht retten können. So ist es. Heute Nacht danken wir dem Mut aller samt allen wundersamen Verkettungen. Okay. Jeder hier ist ein Held. Jeder Einzelne. Und das wird heute Abend gefeiert. Lehnen wir uns alle zurück und genießen den Abend. Ist okay, langsam, Alter. Ich hab keine Lust mehr. Es ist halt... Oh, so viel zu lesen, so... Also ich könnte eine Pause von all der Aufregung vertragen. Ich schaue mir einfach für eine Weile den wunderschönen Sternenhimmel an. Doki! Trikefalo! Doki! Bitte erlaube mir, mich noch einmal in aller Form bei dir zu bedanken. Du hast meine Bitte erhört und meine Wünsche erfüllt. Danke, dass du meine Welt gerettet hast. Und, Doki, deine Aufgabe hier in dieser Welt ist nun beendet. Es fällt mir wirklich nicht leicht, dir das zu sagen. Aber wenn ein Mensch zu lange bei uns verweilt, dann kommt es irgendwann zu einem Riss in unserer Welt. Ein Riss? In der Welt? Was ich damit sagen will, Doki, du musst leider zurück. In die Welt der Menschen. Zurück in die Welt der Menschen? Ich verstehe. Diese Welt zu retten heißt also, in meine eigene zurückzukehren. Doki, ich bin sehr betrübt darüber. Ich kann dich nämlich wirklich gut leiden, Doki. Aber es hilft nichts. Ich kann es nicht ändern. Sicherlich wolltest du noch das ein oder andere hier erledigen, Doki. Das ein oder andere erledigen? Naja. Eine Sache gibt es da schon. Diese eine unachtsame Moment. Dann wirst du wohl in die Welt der Menschen zurückkehren, Doki. Werde ich das? Ich habe darüber ehrlich gesagt nie solche Gedanken gemacht. Aber wenn ich hier in der Welt der Pokémon eine Aufgabe habe, dann ergibt es schon Sinn, dass ich nach Hause zurückkehre, sobald sie erfüllt ist. Verstehe.
weißt es also auch nicht, Doki. Du, Doki, also wenn du nicht weißt, was mit dir passiert, dann bleib doch einfach für immer hier. Was? Bitte, Doki, bleib für immer hier, ja? Okay. Echt? Hurra! Ich bin ja so froh. Danke, Doki. Damals habe ich Teddy versprochen, dass ich für immer hier bleibe. Aber es sieht so aus, als würde ich dieses Versprechen jetzt nicht einhalten können. Du wirst unsere Welt schon morgen verlassen müssen. Du wirst eingehüllt in grelles Licht. Zum Himmel aufsteigen. Genau wie die Lichter, die wir gesehen haben. Sie stiegen auch zum Himmel auf. Kirum hat mir die Wahrheit über diese Lichter erzählt, oder? Die Lichter sind Menschen, die nach Hause zurückkehren. Und jetzt bin wohl ich an der Reihe. Eingehüllt in Licht. Gehe ich zurück. In meine eigene Welt. Und ich muss dir leider noch eine sehr traurige Wahrheit offenbaren. Sobald du in dieses Licht gehüllt wirst, Doki. Alles, was du hier in der Welt der Pokémon getan hast, dass du überhaupt hier warst, keines der Pokémon hier wird sich daran erinnern können. Was? Die Pokémon? Sie alle werden mich einfach vergessen? Alle unsere gemeinsamen Erinnerungen? Ja. Es tut mir wirklich leid. Unendlich leid. Ich bin die Stimme des Lebens. Ich werde dich nicht vergessen, Doki. Aber die anderen werden leider alles... Sobald ich von dem Licht umhüllt werde, werden mich alle Pokémon vergessen. All die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, soll bald nichts mehr bedeuten? Das ist ganz schön hart. Morgen werde ich dich begleiten, soweit es geht. Möchtest du dich jetzt von allen verabschieden? Das würde ich schon gerne. Aber ich will auf keinen Fall, dass alle wegen mir traurig sind. Wenn ich schon aus ihren Erinnerungen gelöscht werde, dann würde ich Teddy und den anderen nur unnötig Kummer bereiten. Wenn ich mich jetzt verabschiede, ich werde also einfach gehen. Was? Du willst dich nicht verabschieden? Aber ich verstehe dich. Du willst nicht, dass deine Freunde leiden. Bestanden. Dann komm morgen früh bitte zum Hügel. Wir brechen dann zusammen auf.